Unser Gastprofessor, ein Schüler aus der 9., wird uns quadratische Funktionen im Dreieck und irgendwelche mal Kanten und vielleicht auch seltsam erscheinenden Zusammenhänge darstellen. Ich übergebe den Stift, bitte, Herr Professor. Man hat jetzt ein Rechteck und in dem Rechteck ist noch ein Parallelogramm da drin. An diesen Ecken hier, an diese Ecke, die da oben, das da und die da unten sind zum Beispiel x angegeben. Und diese untere Seite sind 8 cm. Die andere Seite ist 5 cm. Man sollte jetzt den Flächeninhalt von dem Parabel herausfinden. Parallelogramm meinte ich. Ich habe jetzt einmal die Aufgabe war und der Hinweis war auch, man sollte diese vier Dreiecke hier unten den Flächeninhalt rausfinden und dann sie am Ende mit a und mit dem ganzen Flächeninhalt von Rechteck subtrahieren. Dann kommt automatisch der Flächeninhalt von dem Parallelogramm raus. Aber wenn man jetzt ganz normal jetzt eine Seite zuerst macht, heißt ein Flächeninhalt von ein Dreieck ist ja meistens, wenn es ein rechtwinkliger ist, muss es a ist gleich 1/2 a mal b. Dann würde man jetzt sagen, das hier unten heißt von hier ist a und das da ist b. Das ist b. Und b ist gleichzeitig ja a, ist ja x. Deswegen kommt da diese Formel raus. A ist gleich 1/2 mal 8 minus x, nochmal in Klammern, weil wir möchten ja a rausfinden. A ist ja, wenn du 8 cm minus die untere hier, dieses x da, machst und mal b heißt das x da. Ich hab das hier unten jetzt genauer nochmal gemalt, gezeichnet, damit man genauer erkennen kann, was x, was b, was a, was ist nochmal, wie das Rechteck da unten hier abgebildet ist. Ja, jetzt gehe ich nochmal zurück mit dem Flächeninhalt von dem hier unten hier. Man hat ja ganz normal a ist gleich 1/2 mal in Klammern 8 minus x mal x macht. Mache ich das nochmal genauer. Heißt minus x hoch 2 plus 8x. Das ist in dem Sinne hier x mal minus x. Und x mal 8 macht. Dann kommt, habe ich jetzt nur so umgedreht, heißt minus x hoch 2 plus 8x. Am Ende brauche ich diese 1/2 nicht mehr auch mehr mu zu multiplizieren, weil ich habe hier unten und oben auch eine identische Dreiecke. Deswegen ist es ja mal 2. Deswegen, wenn ich jetzt hier sage a ist gleich 2 mal 1/2, dann würde das hier aufgelöst werden.
Bleibt noch übrig x minus x hoch 2 plus 8x. Dann wäre das hier meine eine Gleichung für das Dreieck und das andere Dreieck mache ich aus 5 cm, das ist das identische, das gleiche. Jetzt mache ich anstatt diese 8 hier, würde ich dann 5 reinsetzen und die andere Gleichung würde auch heißen minus x hoch 2 plus 5x. Aber Sie wollen ja. Man will ja den Flächenwert von allen vier Dreiecken haben, deswegen nehme ich von A8 heißt A8 plus A5. Dann würde das heißen, heißt minus x hoch 2 plus 8x plus Klammern minus x hoch 2 plus 5x. Wenn ich die Klammer, heißt, wenn ich jetzt diese Klammer und diese Klammer jetzt auflöse, dann würde ganz normal minus x hoch 2 plus 8x minus x hoch 2 plus 5x heißen. Und dann würde dann die Gleichung minus 2x hoch 2 minus x hoch 2 plus 13x. Aber man will ja die Flächeninhalt von dem ganzen Rechteck subtrahieren mit dem Flächeninhalt von den vier Dreiecken. Deswegen mache ich noch mache jetzt hier noch ein extra heißt ein Rechteck hat ja die Fläche von Rechteck A mal B, dann würde von einem Rechteck sein 8 cm mal 5 cm ergibt daraus 40 Quadratzentimeter. Ja. Ich würde dann diese Flächeninhalt von dem Rechteck subtrahieren mit dem Flächeninhalt von diesen vier Dreiecken. Kann ich noch kurz runter machen, wenn Sie. Dann würde ich heißt würde ich 40 nochmal minus x hoch 2 plus 13x. Ich gebe daraus 40 plus 2x hoch 2 plus 13x. Ich habe jetzt nochmal vergessen, diese ganze Gleichung ist jetzt der Flächeninhalt für, damit man den Parallelogramm rausfinden kann. Ich setze jetzt ganz normal die allgemeine Formel ein. Dann würde ich jetzt erstmal x1, x2 ist gleich minus b. Minus b plus und minus Wurzel Delta durch 2a. Und die Wurzel Delta ist dann b hoch 2 minus 4ac. Dann würde aus dieser Formel nochmal umwandeln, heißt AP ist gleich 2 zu eng. AP ist gleich 2x hoch 2 minus
13x durch 40. Das da ist A. Das da B. Und das da C. Dann habe ich ja A, B und C schon raus. Dann würde man reinschreiben, das braucht man eigentlich nicht. Dann würde man die wo b hoch 2 würde dann minus 13 hoch 2 ergibt heraus 169. Und dann würde man jetzt minus 4 mal a mal c, heißt vor a ist ja ein Plus, vor c ist auch ein Plus, dann heißt es, dass man hier schon vorbereiten kann ein Minus. Heißt 4 mal a, heißt 2 sind 8, 8 mal 40 sind 320. Dann heißt sofort, hält man hier an, weil man will ja jetzt die Wurzel daraus ziehen und daraus kann man ja jetzt nicht mal die Wurzel ziehen. Weil der Bereich hier ist gerade im Minusbereich, deswegen kann ja kein Minus, eine Minuszahl in eine Wurzel gezogen werden. Deswegen heißt allgemein jetzt, es ist jetzt gerade nicht lösbar. In diesem Moment, aber in der Aufgabe stand noch, bestimme die Flächeninhalt der kleinsten Flächeninhalt. Heißt, man muss jetzt den kleinsten herausfinden. Und probier mal grün. Aus dieser Parabel hier, Parallelogramm, aus diesem Parallelogramm könnte man eventuell jetzt es verschieben in einen Rhombus. Dann würde es aber ein Rhombus, dann würde es circa der Rhombus ist diesmal anders als ein Parallelogramm. Der Parallelogramm muss man zuerst x rausfinden, damit man jetzt genau wissen kann, was diese Ecke jetzt ist, aber ein Parallelogramm, dieses Parallelogramm kann hinweisen, dass hier sind ja 5 cm und da 8 cm. Und wenn man jetzt ein Parallelogramm da sich verändert, dann würde das genau in der Mitte von dem 8 cm und 5 cm, dann würde wieder hier x, dort x und was? Hier x und wieder dann würde hier unten wieder x sein und hier oben x. Aber hier das x von dem Parallelogramm weiß man nicht. Man muss es erst herausfinden, aber dieses x beim Rhombus weiß man, dass hier zum Beispiel dieses x 2,5 cm sind und dort 4 cm. Deswegen wusste ich nicht am Anfang, wie man jetzt das herausfinden soll. Letztendlich muss man. Oh nein. Man hat ja schon x rausgefunden und y hier unten. Dann würde man automatisch das wieder die Gleichung a ist gleich 1/2 mal a mal b. Dann würde a diesmal y sein und b
ist diesmal x. Deswegen 1/2 mal 2,5 mal 4. Ergibt daraus 5 Quadratzentimeter. Von den 5 Quadratzentimeter ist ja nur ein Rechteck, aber man will ja von 4 herausfinden. Deswegen, man will ja, das ist ja nur für ein Rechteck, aber man will 4 davon herausfinden. Deswegen 5 Quadratzentimeter mal 4 ergibt daraus 20 Quadratzentimeter. Deswegen habe ich ja schon den Flächenwert von einem Rechteck raus, heißt 40 Quadratzentimeter. Ich nehme diese 40 Quadratzentimeter runter und mache sie AR minus für A 4D. Heißt, daraus sind dann, da kommt dann AP raus einfach. Heißt, bleibt übrig einfach noch 20 Quadratzentimeter. Wenn die, dann will ja die Aufgabe wissen, wie heißt denn die Formel für die Flächenwert von diesem Parallelogramm? Das sind ja, AP ist dann ja 20 Quadratzentimeter. Aber diese Formel hier oben, heißt die hier, ist ja hier bei AP ganz normal 0 ist gleich 2x hoch 2 minus 13x plus 40. Aber AP ist ja hier oben 40 Quadratzentimeter. Dann würden hier vorne 20 hin, gleich 2x hoch 2 minus 13x plus 40. Ganz normal nehme ich die 20 rüber, heißt minus 20, ergibt daraus 0. X hoch 2 minus 13x plus 20. Und da wäre die Formel für das Parallelogramm. Und man könnte jetzt, ist ja jetzt nicht mehr genug Zeit, deswegen könnte man das jetzt zu Hause machen. Heißt, das gleiche wie hier A, B und C einfach einsetzen in diese Formel, die ich gerade gezeigt habe, oben für die Nullstellen. Und man findet ganz normal die Nullstellen raus und ja.